Willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm. Wir nähern uns langsam dem Ende der Kampagne. Jedes Mal, wenn ich in das Spiel komme, sehe ich halt, wie viele Missionen wir abgeschlossen haben. Wir haben 23 abgeschlossen, das Spiel hat 27. Ich rechne mit drei geheimen Missionen, wie im Wings of Liberty Teil auch schon, aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber wir gucken mal weiter mit den verbleibenden Missionen, wie es denn hier so fortgeht. Informiere die Brutmütter. Der Schwarm fällt auf Kohall ein. Endlich bezahlt Mengsk für seine Verbrechen. Das heißt, jetzt gibt's Action. Reisen. Ich gehe nach Kohall. Es wird Zeit. Warum erzählen Sie uns das, Kerrigan? Es wird Chaos herrschen, Zerstörung. Millionen könnten dabei sterben. Valerian, dein Volk braucht einen Anführer. Sie haben recht, Kerrigan. Wenn ich dieser Anführer sein soll, dann bitte ich Sie nur um eine Sache. Landen Sie mit Ihrem Schwarm vor der Stadt, dann haben wir genug Zeit zum Evakuieren. Kohall wird wohl die schwierigste Schlacht meines Lebens. Und du willst, dass ich es mir noch schwerer mache? Exakt. Ich habe dich falsch eingeschätzt, Valerian. Du bist nicht wie dein Vater. Du bekommst deine Chance. Nutze sie. Ja, Valerian, ich finde auch, das ist ein ziemlich edler Typ. Also bis jetzt kommt er voll sympathisch rüber und die Aktion halt, dass er wieder sein Volk retten will, finde ich ganz okay von ihm. Die Ladezeit rusht einfach so durch. Das sind nicht wenig Leviathane. Ja, wir haben neue Gespräche. Ich Meine Königin, der Schwarm hat sich über Korhal versammelt. Die Brutmütter erwarten deinen Befehl. Weise sie an, im Orbit zu bleiben, außerhalb der Reichweite der orbitalen Geschütze. Flotten der Liga bewegen sich auf unsere Position zu. Terranische Truppen treffen aus dem gesamten Sektor ein. Brutmutter Kelyssa, lass deine Leviathane eine Blockade bilden. Vernichte alles, was ins System eindringt. Nichts wird uns aufhalten. Korhal ist mein. Übertragungssatellit. Ich kann eine starke Frequenz spüren, die vom Palast in Augustgrad ausgeht. Ja, ich spüre es auch. Ich höre. Streitkräfte der Liga. Hier spricht Imperator Mengsk. Korhal wird vom Schwarm angegriffen. Unser Waffenlabor wurde zerstört. Unsere Verteidigung ausgeschaltet. An jede Flotte, die mich hören kann. Kehrt zurück nach Korhal. Das Zentrum der Menschheit wird angegriffen. Verteidigt eure Heimat. Wie eine Maus in der Falle. Was, Arcturus? Er klang schon ein wenig verzweifelt, fand ich. Zagara. Ich habe noch nie so viele Terraner gesehen. Sie ziehen alle Einheiten zurück, um diese Welt zu verteidigen. Ihre Orbitalverteidigung wird Millionen von uns töten, bevor wir überhaupt den Boden erreichen. Die Terraner haben keine Chance. Wir sind zahllos. Wir sind der Schwarm. Ich fand diesen letzten Satz so gut. Wir sind der Schwarm. Evolutionsgrube. Abathur? Hallo? Tut sich nichts? Doch, jetzt tut sich was. Ich brauche eine Waffe, um die orbitale Verteidigung Korhals auszuschalten. Und zwar sofort. Kann Virofagensequenzen anpassen. Würde konzentrierte Galle als Geschoss ausstoßen. Wie lange wird das dauern? Überleben des Schwarms abhängig von Evolution, Verbesserung. Vertrauen in Prozess, Vertrauen in Sequenzen. Schwarm wird nicht versagen. Das klingt gut. Naja, wollen wir mal sehen, wie das Ganze jetzt aussieht. Mission. Der Schwarm ist mit Korhals orbitalen Verteidigungssystemen beschäftigt. Wir können jetzt mit der Invasion der Oberfläche beginnen. Dann machen wir das doch. Meine Königin, deine Leviathane sind in Position. Entfesselt den Schwarm. In der ersten Phase werden wir zahllose Brutkapseln verlieren.
Wir schicken Millionen. Selbst wenn nur ein Bruchteil durchkommt, sind es genug, um die orbitalen Verteidigungssysteme vom Boden aus auszuschalten. Also es wird ganz klar gemacht, gerade in den Dialogen, um was für Massen von Zerg es sich hier handelt. Also bis jetzt haben wir jedes Mal Missionen gespielt. Wir haben ein Einheitenlimit in dem Spiel von 200 Einheiten. Aber sie reden wirklich von Millionen. Naja, ich schneide eben die Ladezeit raus und dann sehen wir uns wieder. Los geht's. Oh, das sind eine Menge. Hat die Verteidigungssysteme überwunden. Zack! Verdammt! Bodentruppen der Liga haben das Gebiet gesichert. Unsere Gallschleuder kann ohne Unterstützung nicht überleben. Darum kümmere ich mich persönlich. Schick alle Bootkapseln. Sie sollten sich auf diese Gegend konzentrieren. Benachrichtige mich, sobald eine durchkommt. Ich sorge dafür, dass die Schleuder überlebt. Wieso ist sie sonst nicht so stark? So. Ja. Wir machen, was wir immer machen. Wir bauen erstmal ein paar Drohnen und gucken, dass wir erstmal Upgrades reinkriegen, weil wir haben... Die erste Gallschleuder und ihre Eskorte dringen gerade in Korhals Atmosphäre ein. Zeig mir, wo sie landen wird. Sie wird hier eintreffen, meine Königin. Alter. Ja, ich wollte sagen, wir bauen direkt mal Distanzwaffen-Upgrades, weil wir haben auch am Anfang nur Distanzkämpfer. Ich denke mal, das ist sinnvoll. Was du heute kannst besorgen? Die Musik im Hintergrund ist merkwürdig. Dieser Planet gehört mir. Sie ist nicht schlecht, aber sie ist merkwürdig. Die Eroberung geht weiter. Du hast einen großen Fehler begangen, als du deinen Fuß auf meinen Planeten gesetzt hast, Kerrigan. Ich werde dich und deinen Schwarm zurück in die Hölle befördern, aus der ihr hervorgekrochen seid. Wir kennen keine Grenzen. Wollen die mir jetzt andauernd so kleine Truppen schicken, ja? Gerne. Hab ich kein Problem mit. Holy shit. Achso, ja, es regnet jetzt natürlich. Hutkapseln, weil alles Zeit über uns abgeschossen wird. Bevor man leider gewagt mitbekommt. Oh. Der Schwarm erobert noch verstärkt. Alles. Ich bin der Schwarm. Haben wir direkt noch ein paar Zerklinge abgeworfen bekommen. Sehr gut. Die erste Gallschleuder landet. Sie wird für einen kurzen Zeitraum ungeschützt sein. Ja. Dann wollen wir die doch mal ein bisschen schützen. Und unser Leviathan hat erstmal einen Cooldown von Anfang an, was ein bisschen kacke ist. Oh, mehr Einheiten? Nein, Tumore. Und mehr Einheiten. Was ist es diesmal? Es ist... Die Verteidigungssysteme der Liga zerstören den Großteil unserer Gallschleudern im Orbit. Dann können wir es uns nicht leisten, die zu verlieren, die die Oberfläche erreichen. Ist ja clever. Gewagt. Ja, ich will erstmal einen Hydralisken bauen. Wir brauchen erstmal Gas. Wir haben kein Gas. Gas und Drohnen brauchen wir. En masse. Die stürzen die ganze Zeit Sachen ab. Ich habe Angst, dass wir von rechts angegriffen werden. Wir passen uns ab. Macht euren Frieden. Da kommt die nächste gleich. Das wird mal wieder so eine aufwendige Mission, in der wir schnell sein müssen, denke ich. Ich meine, ist für uns kein Problem. Wir kriegen das ganz gut hin immer, aber man soll den Tag ja nicht vor dem Abend. Deine Königin lauscht. Der Schwarm erobert alles. Was du heute kannst besorgen? So, ich denke mal, die ist verteidigt. Das ist jetzt nicht Pussy-Mode, aber auf Sicherheit lieber mal ein paar Verteidigungsanlagen mehr dahin pflanzen. Was ist es diesmal? Auch wenn wir die Mineralien besser verwenden könnten, denke ich. Vielleicht finden wir hier auch mal eine Echse oder so. Das wäre nicht schlecht. Ja, die hauen rein. Ich habe gerade mal alle Zerglinge verloren. Wir brauchen Defense Level 1, damit Zerglinge kein One-Hit für Siege-Tanks sind. Deine Königin lauscht.
Ich glaube, wir bleiben erstmal hier an der Ecke. Ah, der Hydraliskenbauer ist immer noch nicht da. Die nächste Gallschleuder durchbricht Korhals Verteidigung. Das waren zu viele Drohnen. So viele brauchen wir gar nicht. Und jetzt ist das Ding am Feuern, die Gallenschleuder. Die kennen wir auch schon aus der Wings of Liberty Kampagne. Da mussten wir diese Dinger kaputt machen. Dieser Planet gibt Menschen. Komm schon. Scheiß Humor. Es ist Zeit. Aber da wir genug Drohnen gebaut haben, fällt es auch nicht auf, wenn wir ein paar weitere Verteidigungsanlagen bauen. Diese Tore führen in die terranische Hauptstadt. Wenn du sie zerstörst, kann meine Boot in Augustgrad eindringen. Gute Idee. Wenn ich genug Zeit habe, breche ich die Tore auf. Der Schwarm erobert... Dann brechen wir die Tore auf. Die Zeit dürfte kein Problem sein. Das war noch nie das Problem in den Missionen. Problem ist gerade, dass ich noch keine Schabenhöhle habe. Wir kriegen die ganze Zeit Zerklinge runtergeworfen. Ich weiß gar nicht, ob wir die so dringend brauchen. Da ist gerade hinten was von meinem Schrank gefallen. Ich weiß aber nicht, was es war. Keine Grenzen. Das ist der nächste Ort für die Landung. Okay. Wir rufen mal einen Leviathan, der echt krass viel Power hat, wie es aussieht. Oh nein! Nicht auf meine schönen, frisch gebauten Hydras. Der ist hier gut am Rumpümmeln mit seinen Tentakeln. Was ist es diesmal? Sprich. Jetzt ist die Frage, können wir auf das Teil hier wilde Mutationen hauen? Mutation abgeschlossen. Das würde mich interessieren. Ich bin der Schwarm. Dieser Planet gehört mir. Oh Mann. Ich glaube, die Brutkapseln wären besser gewesen. Ich glaube nicht, dass ich mit dem die ganze Zeit so micron werde, dass ich die ganzen Fähigkeiten von dir benutzen werde. Gewagt. Hau weg. Es ist Zeit. Wir müssen mal Einheiten bauen. Deine Königin lauscht. Wir brauchen dringend eine Echse. Ich sehe hier eine Echse. Die will ich haben. Die kloppen wir uns jetzt frei. Der lebt auch nicht lange. Ich glaube, mit den Brutkapseln wären wir echt besser bedient gewesen. Mit den Brutkapseln können wir nämlich auch wilde Mutationen auf zigtausend kleine Angreifer geben. Wir haben Kanonenfutter ohne Ende. Wir kriegen gar nicht die ganze Zeit Zerklinge abgeworfen. Ich bin so ein Pfosten. Ich bin der wir haben ja Zerklingwiedergeburt. Die Zerklinge, die wir immer verlieren, kriegen wir auch noch wieder. Eine Gallschleuder wird gleich auf Korhals Oberfläche landen. So. Hauen wir hier direkt das erste Stadttor weg. Wir kennen keine Grenzen. Unsere Streitkräfte. Geht ihr mal dahin. Unsere Königin hat ein Tor zerstört. Schwärmt in die Stadt. Ja, aber...